Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute testen wir Fußballerprodukte. Ich habe ganz viele Fußballerprodukte bestellt, beziehungsweise meine Mods haben sie für mich bestellt. Ich werde die Pakete jetzt öffnen und die Sachen testen, die Fußballer auf den Markt gebracht haben. Also ich weiß nicht mal, was alles bestellt wurde. Let's go. W-Video-Chat. Hä? Hört ihr das, Chat? Ich hab was vergessen. Wir fangen an mit dem ersten Paket, Chat. Digga, ich werde safe wieder eine Nachricht von meinem Vermieter bekommen. Wir fangen an, ich habe keine Ahnung, was wir alles bestellt haben. Nee! Nee, das erste Produkt ist von Messi, aber es ist nicht von Messi selbst. Es ist Messi als Produkt. Lionel Messi als Popsocket. Pop, keine Ahnung, wie die heißen, Pop-Dinger. Alter, Alter, wie cool, Chat. Der Goat. Irgendwie sieht er gar nicht so krass aus wie Messi. Aber hier sehen wir es. Messi. Ich pack's mal zur Seite. Messi kriegt einen Platz direkt hier. Er kann nicht stehen bleiben. Er fällt nach hinten. Okay, ich lehne ihn an. Ich lasse ihn anlehnen. Direkt neben meinem Pokal. Weiter geht's. Als nächstes haben wir hier ein Amazon-Paket. Was ist das denn? Sind das Lollis? Oh mein Gott. Digga, Lollis von FC Bayern, Digga. Oder wer dachte sich von meinem Mods, dass das eine gute Idee ist, mir Lollis von FC Bayern zu schenken? Nice! Wow, cool. Wow, wir testen mal. Aber das passt auch zu Bayern, finde ich. Weil Bayern ist ein Lutscherverein. So, wir machen weiter. Hier haben wir ein kleines Paketchen. Das ist respektlos. Auf das hier musste ich einfach Zoll zahlen. Hier ist einfach so ein Zoll-Einfuhrabgaben. Ich musste einfach nochmal drauf zahlen, weil Zoll einfach drauf gekommen ist. Ja, moin. Korrekt. Nein, das ist auch noch voll schwer zu öffnen. Oh, das ist irgendwas aus Glas. Candles von Wanky. Hä? Wie kann das denn von einem Fußballer sein? Kann auch gar nicht von einem Fußballer sein, oder? Der ist sogar pink. This smells... Was steht da? This smells like Jack Grealish. Ernsthaft? Ernsthaft? This smells like Jack Grealish. Der hat eine Kerze rausgebracht, die riecht wie er? Alter, Jack, es riecht echt krass gut. Alter, richtig vanillig. Hä? Riecht richtig gut. Wartet, wartet, wartet. Cool oder cool? Riecht echt gut, Digga. Ich platziere das jetzt hier hin. Den Hintergrund. Für eine gute Stimmung. Hier neben Ruffy. So, wir machen weiter, Chat. Was haben wir hier? Das fühlt sich sehr komisch an, so glibberig. Vielleicht ist es aber auch ein Oberteil oder so. Liste de Colas. Da steht irgendwas auf Spanisch. Vielleicht ein spanischer Spieler. Trolli Meistermischung. Wo ist der Mülleimer? Die werden auch radikal einfach mal nicht probiert. Ich mag keine Gummisachen, Chat. Real Talk. Also, ich werde sie nicht wegschmeißen. Ich gebe sie einem Kollegen. Einem Kollegen, der mir nicht so wichtig ist. Nächstes Prime-Paket. Oh, das sieht aus wie ein Buch. Das ist ein Buch. Ah, das ist gar kein Fußballerprodukt. Das habe ich mir selbst bestellt. Ein Passwortbuch, weil ich sehr vergesslich bin und letztens einfach mein Gmail-Passwort vergessen habe. Was soll ich euch sagen? Das ist für mich. Weiter geht's. Das Problem ist, ich durfte ja keine Pakete öffnen, weil ich wusste nicht, in welchem ist ein Fußballerprodukt und in welchem ist was für mich. Das ist auch für mich, für mein neues Mikrofon. Sorry, Leute. Guck mal, W für mich in den Chat. Ich habe so lange mein neues Mikrofon nicht eingestellt, weil ich auf alle Fußballerprodukte warten wollte. So, Digga, wir haben hier noch so ein Riesenpaket. Ne, gar keinen Bock, das zu öffnen eigentlich. Als ob hier ein Fußballerprodukt drin ist, Digga. Was ist denn hier drin? Komm, wir lassen das Riesenpaket fürs Ende. Das hier übrigens, Chat, das kann man ja auch testen, ist ein Prime-Getränk und diesen Partner von Bayern und von Arsenal. Und das ist von YouTubern, KSI und Logan Paul. Und das habe ich auch probiert. Und jetzt probiere ich es nochmal für euch. KSI, you want to kill me? Smell like when my father go out the toilet, man. What is the flavor, man? So shit. Oh my god, my tongue. My tongue, I'm gonna claim, yeah? Death now. You pay me 1 million? Okay. No pay me? Shit, drink. It, you pay me? I say, wow, so lecker. You don't pay me? Shit. Okay, weiter geht's. Mit dem anderen Geschmack. Nein, was? Okay, was haben wir hier? Warenpost. 11 Team Sports. Also irgendwas auch für Fußball selbst. Digga, ihr seid solche Wichser, ne? Cristiano Ronaldo Unterhosen. Nice. Nice, nice, nice. Ich hab einfach selber ein Loch reingebissen. Warte, habe ich gerade quasi in Ronaldos. Ach, Scheiße. So sieht das aus ungefähr, Chat, von hinten. Vom Aussehen her finde ich nicht so. Ich hoffe, es ist nicht zu eng. Bro, ihr denkt doch nicht, dass ich das jetzt anprobiere fürs Video, oder? Dumm? Nice!
Nice Unterhose, Leute. Nice Unterhose. Wartet, ich muss ein bisschen was verdecken. Es hat nicht ganz gepasst bei mir. Geil, freut ihr euch? Geil, ne? Hey, yo, yoho, chill. Bro, was für Gerd, Bro? Digga, ist das respektlos. Was haben wir hier? Haben wir auch was vom richtigen Goat, Digga? Ich muss sagen, ist bequem. Aber meine normalen Unterhosen sind bequemer. Real Talk. Oh, was ist das denn? Hä? Wie cool, was ist das denn? Digga, voll schwer. Ich dachte erstmal Naruto Real Talk Chat. Hä? Digga, was ist das denn, Digga? Was habt ihr mir zugesendet? Das ist, glaube ich, eine Bettdecke oder irgendwie. Oder eine Flagge? Von was? Ich mach keine Pakete mehr auf. Fickt euch, ich mach keine Pakete mehr auf. Ihr habt gesagt, da ist auch ein Paket vom Gold drin, Bruder. Alles, was ich aufmache, hat was mit Ronaldo zu tun. Alles. Da sind noch Messi-Produkte. Besser ist, wo denn? Team Messi. Digga, so gut, ne? Digga, aber darf man so das T-Shirt? Digga, das ist der respektvolle Drip-Chat. Das ist der respektvolle Drip-Chat. Respektvoller Drip, seid ehrlich. Beide Goats. Respectful Drip, man. Aber man zeigt lieber das Beste von sich, Chat. Deswegen rock ich so weiter. So, was haben wir hier drin? Nächstes Paket. Ernsthaft, Bruder, das ist eine ganze CR7-Folge. Nur CR7. Digga, man riecht es von hier schon, ne? Digga. Ich bin Parfüm-Keller-Chat, Real Talk. Ich habe so gute Parfüms zu Hause. Seyoff, Baccarat, Montale. Fuck, Digga, es riecht echt nicht gut, nicht schlecht. Es riecht echt gut, Digga. Es riecht echt gut. Fuck, Digga. Digga, ich habe echt viel schlechter erwartet. Kriegt so eine 6 von 10. Gut gemeinte 6 von 10. Ich hätte ernst mit einer 2 von 10 oder so gerechnet. Das war nicht mal teuer. Aber in dem Paket war noch was drin, ne? Noch ein Parfum. Ah, David Beckham Parfum. Und jetzt haben wir den perfekten Vergleich. Welches riecht besser, Chat? Komm schon, David. Boah, vom Design her hat das hier schon mal gewonnen. Digga, was ist das für ein starkes Design? Ein bisschen nach Arsch. Ich schwöre auf alles 1 von 10. Riecht wie duscht das. Also hier nochmal ein Vergleich, damit ihr wisst, was ein gutes Parfum ist. 6 von 10, 1 von 10. Digga, ist echt kacke. Es riecht wie duscht das einfach nur. Richtig schlecht, Digga. Ich werde auch beide Parfüms aber nur zum Sport benutzen. Der weirdige Flex. So, aber lieber Ronaldos Parfüm zum Sport als David Beckham, Digga. Ich rieche einfach wie aus der Dusche einfach nur. So, ja, Digga. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Pakete hier. Wenn noch ein Ronaldo-Paket, 5, wenn noch ein Ronaldo-Paket dabei ist, ich raste aus. Ernst. Wir haben hier ein Buch. Thalia, Digga, das erste Mal. Ja, ich habe so viel Müll hier, ne? Muss Stream eigentlich gleich schon beenden, um Müll wegzutun. Die schlechtesten Produkte. Thomas Müller Buch. Nice. Mein Weg zum Fußballprofi. Wie schafft man es zum Fußballprofi? Diese Frage stellen mir immer wieder viele Menschen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Heute ist Thomas Müller ein Superstar. Topspieler in Bundesliga und Champions League sowie Weltmeister. Mit der Nationalelf in Brasilien. Doch wie fing eigentlich alles an? Ich sage euch ehrlich, ich werde es mir trotzdem durchlesen. Aber ich lese gerade Harry Potter, deswegen das kommt nicht mal direkt danach. Aber ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, weil ich nicht respektlos bin. Und Real Talk, Thomas Müller Geschichte, interessant. Auch wenn ich mir ein Buch aussuchen könnte, wäre es nicht das gewesen. Aber ich werde es sich aber wegschmeißen. So, okay. Nächstes Paket. Herbalife Nutrition. Hey, Bruder! Reiter! Es reicht! Es reicht doch, Mann! Ich kann das nicht mehr. Noch ein Cristiano Ronaldo Produkt. Was ist das überhaupt? Ah, das habe ich schon mal gesehen. Proteinpulver oder so. Boah, riecht jetzt ganz okay. Im Nachgeruch ein bisschen weird, aber im ersten Moment eigentlich sehr angenehm. So ein Dreck. Soll ich das probieren? Okay, ich bin ein guter YouTuber. Ich will aber, dass ihr ein Like da lasst auf das Video. Lasst ein Like da, Bruder. Das ist respektlos. Digga, boah, hier steht nicht mal was auf Englisch. Das ist nur Französisch. Wie soll ich das trinken? Ah, hier, Deutsch. Vermischen Sie 27 Grad mit 500 Milliliter Wasser. Am besten während des Trainings. Ja, moin. 2 Messlöffel mit Wasser. Gib mir eine Sekunde, Chat. So, ich habe einen Shaker, ich habe Wasser. Ich reiß das ab und es bleibt immer noch. Macht 300 Liegestützen. Harret, geh am besten zur Schule. Bruder, was für Liegestützen? Was ist das in Deutsch, Bro? Vor allem 300, Bruder. Sei doch wenigstens realistisch. Es riecht hier jetzt auch echt nicht nice. Nicht durchsichtig, aber so lila.
Schmeckt Real Talk gut. Mein Shaker stinkt ein bisschen, muss man dazu sagen. Vielleicht liegt es auch an dem Ding, dass es schlecht riecht. Aber schmecken tut gut. Geruch von Fuß kommt in meine Nase, aber es schmeckt gut. Also es kriegt geschmacklich eine 7 von 10. Ehrlich stark. Scheiße, Mann, Digga. Ronaldos Sachen waren so gut. Ich konnte nicht mal haten. Hier haben wir was, das war schon offen. Also, das war nicht offen. Wollte meine Adresse wegmachen, hat nicht geklappt. Dann habe ich das einfach abgerissen, damit man meine Adresse nicht sieht. Hä? Auch wieder ein Parfüm? Oder ist das ein Deo? Ah, Haaland! Jo, was ist das denn? Ach, das ist diese Flasche von Haaland! Oder wie klein ist die? Soll ich da Wasser für die 5-Minuten-Pause reinmachen? Die kostet 20 Euro. Haaland, one question, Haaland. You want to scan my money? 20 euros for this? You something in here? Or what? Huh? I give you 20 euros, you give me this? Look at my hand, look at your bottle. You scammer. Haaland is scammer. He's not making his money with football. Making his money with scams. 20 euros for this bottle. You, for what I pay 20 euros for your face in my bottle when I drink? One sip is away the water. You stupid? How kacke is this then? Oh, now I know why 20 euros. Because I have different pictures. Oh, okay, then it's okay. Okay, das sieht echt ein bisschen cool aus. Das sieht echt ein bisschen cool aus. Jetzt riecht Ronaldos Getränk auch nicht mehr so nach Fuß. Aber nice. Ist einfach direkt leer. Ich würde sagen, von allen Produkten war das hier am meisten L, weil das hier am meisten enttäuschend ist. Wegen der Größe. Digga, ich hätte das für Streaming benutzt. Ich sage euch ehrlich, einfach immer hier hingestellt. Aber das ist zu klein. Wie passt hier rein? Okay, die Flasche Prime ist noch halb voll. Also halb leer. Bisschen mehr als die Hälfte. Mal gucken, Digga, eine Hälfte von Prime. Wenn die nicht hier reinpasst, ne? Okay, ey, ist okay. Passt rein. Bisschen mehr als die Hälfte von Prime. Das heißt, es passen auf jeden Fall keine 500 Milliliter rein. Aber so 300 Milliliter? Digga, das ist so wenig. 300 Milliliter ist so wenig, Bro. Ja, wenn ihr nur 300 Milliliter Getränk braucht und so ein Gesicht von Haaland drin haben wollt, dann ist das euer Ding, Chat. Ich schwör auf alles. Ronaldo sein Getränk mit Wasser 10-mal besser als Prime. Was ist, wenn man Prime aber verdünnt mit Wasser? Besser, aber immer noch zu süß. Digga, wie süß kann ein Getränk sein? Nochmal. Digga, mit Wasser verdünnt schmeckt das echt gut. Man muss Prime einfach nur mit Wasser verdünnen. Digga, warum haben die das nicht einfach direkt gemacht? Okay, Haaland, hast du uns enttäuscht, ja? Reglich sogar. Wir machen aber weiter. Wir haben noch 2 Produkte. So, let's go. Wir machen auf. Softball. Also ein Ball, den man hält. Oh, von Messi. Hey. Digga, wie kann man das verlängern? Also kann man das auch einpacken. Wie cool. Gerade Doppelpass mit Messi gespielt, Chat. Messi, pass auf, ich spiele ihn dir gleich. Messi. Und jetzt! Oh, sorry, Messi, mein Fehler. Okay, letztes Paket. Das allerletzte Paket. Wenn ich das Paket öffne und die Sache in die Kamera zeige, endet das Video einfach automatisch. Lasst jetzt schon mal ein Like da. Und lasst Watto ein Follow da bei Instagram. Nicht mir auf Instagram mein Account, sondern Watto, mein Klamottenmarke. Vita-Welt von Niklas Wilson. Und da endet das Video einfach.